Inflation, Rezession, Depression, die Begriffe, die fliegen einmal die ganze Zeit um die Ohren. So, und ich wollte jetzt hier ein schönes Skript schreiben und die Begriffe einfach erklären und habe dann bei meiner Recherche mal wieder bemerkt, das ist alles andere als einfach erläutert bislang in diesem Internet. Und darum machen wir das jetzt hier mal ganz frei und locker. Dann ist es vielleicht zu 80% vollständig, aber wenigstens zu 100% verständlich. Ja, die Begriffe, die werden ja oft synonym in Krisen benutzt und es wird gar nicht so richtig differenziert, sondern man kriegt einfach ein schlechtes Gefühl dabei und es entsteht der Eindruck auf jeden Fall, dass eine Inflation und eine Rezession und eine Depression alles sehr schlechte Sachen sind. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass viele gar nicht so genau wissen, dass es da Unterschiede in der Bedeutung gibt und dass das teils noch gar nicht mal miteinander verbunden sein muss oder zusammenhängt. Fangen wir mal mit der Inflation an. Den Begriff, den hast du ja letztes Jahr wahrscheinlich zu Genüge gehört. Hierunter versteht man einfach nur die Preissteigerung im Vergleich beispielsweise zum Vorjahr. Also wenn die Inflation in einem Monat 6% beträgt, bedeutet das lediglich, dass vor einem Jahr die Güter noch 6% günstiger waren oder andersrum, dass die Preise eben um 6% gestiegen sind. Ich glaube, mit dem Begriff müssen wir uns auch gar nicht so lange aufhalten. Da haben wir ja eigentlich alle verstanden, Inflation gleich Preissteigerung. Seit ungefähr einem halben Jahr fliegt uns auch der Begriff Rezession andauernd um die Ohren. Was ist das eigentlich genau? Also bei einer Rezession handelt es sich eigentlich einfach nur um eine Phase des wirtschaftlichen Abschwungs. Das bedeutet im Grunde, dass Unternehmen summa summarum oder eher gesagt im Durchschnitt einfach weniger Umsatz machen als vorher und deswegen nicht weiter so wachsen, also das Wachstum stagniert oder sie machen sogar weniger Umsatz als im Vorjahr und deswegen geht insgesamt die Wirtschaftsleistung in Deutschland zum Beispiel zurück. Jetzt könnte man ja meinen, Rezession sei was Schlechtes, ne? Also wenn wir jetzt ein negatives Wirtschaftswachstum haben, klingt auch schon furchtbar negativ, und insgesamt die Unternehmen weniger Umsatz machen und so weiter, dann geht das ja auch manchmal mit einer steigenden Arbeitslosigkeit einher. Ne? Also es hängen ganz viele Konsequenzen hinten dran, die natürlich negativ sein können, auch für den Einzelnen von uns. So, aber wir machen jetzt das, was ich am liebsten mache und gehen mal ein bisschen raus und schauen uns mal an, was das denn insgesamt so bedeutet. Es ist immer so, dass die Wirtschaft an sich in Zyklen verläuft. Das heißt, auf eine Rezession folgt auch irgendwann wieder ein Aufschwung. Und das ist unvermeidlich. Das ist einfach der Lauf der Dinge, um das mal so auszudrücken. Insgesamt haben wir also immer Aufschwung, Abschwung, Aufschwung, Abschwung. Und jetzt könnte man ja auch wiederum denken, ja gut, wenn es jetzt nur rauf und runter geht, dann ist das ja irgendwie so ein Nullsummenspiel. Das ist aber auch nicht ganz richtig. Denn am Ende des Tages ist es so, dass die ganze Wirtschaft zwar in solchen Zyklen oder in solchen Sinuskurven, sage ich mal, verläuft, aber wir haben insgesamt, wenn man sich den Verlauf dieser ganzen Zyklen sozusagen auf einer Linie anschauen würde, so rum, einen Aufwärtstrend. Das heißt, diese Zyklen, die verlaufen trotz und alledem mit einem Aufwärtstrend, sodass wir insgesamt summa summarum über lange Zeiträume betrachtet ein Wachstum haben. Also es geht nicht mal irgendwie 5% rauf und 5% runter, sondern es geht grundsätzlich mehr rauf, als es runter geht. Und das ist der entscheidende Punkt, weshalb eine Rezession weder was Positives noch was Negatives an sich ist, sondern sie ist einfach nur ein Bestandteil des normalen Wirtschaftszyklus. Man könnte auch sagen, es ist wie der Winter, wie eine Jahreszeit. So. Das hatte ich am Anfang auch vergessen zu sagen, auch die Inflation an sich ist nichts Negatives, sondern sie ist einfach nur erstmal ein Indikator dafür, dass die Preise steigen. Langfristig gesehen ist es übrigens so, dass sich die Zinsen und die Inflation annähern, das heißt, die sind eigentlich so ungefähr auf dem gleichen Niveau langfristig gesehen, und ebenso die Gehälter, beziehungsweise die schießen normalerweise mit Blick auf historische Daten sogar drüber hinaus. Ich weiß, jetzt gerade ist es noch nicht so, ich weiß. Aber langfristig gesehen sind Inflation, Zinsen und Gehälter sozusagen in einem ähnlichen Verlauf, beziehungsweise die Gehälter anpassen sind leichter drüber. Und darum ist auch die Inflation eigentlich gar nichts Schlechtes. Es fühlt sich im Moment so an und jetzt gerade, ich will das auch gar nicht bagatellisieren, ist das für Haushalte mit niedrigen Einkommen total schwer. Das steht außer Frage. Aber langfristig gesehen nähern sich diese Größen an und wie gesagt, die Gehälter werden, kompensieren das Ganze eigentlich über. Das heißt, die steigen im Verhältnis deutlich mehr als die Preissteigerung. So, kommen wir zum letzten, der Depression. Ich weiß nicht, ob es ein noch negativeres Wort als Depression gibt. Das klingt ja auf jeden Fall ganz grauenhaft. Und eine Depression ist nicht das gleiche wie die Rezession, sondern die Depression ist das Ende einer Rezession. Das heißt, es ist der Tiefstand von unserem Konjunkturzyklus. In dem Moment ist das Tal erreicht und dann kommt der Wendepunkt, wonach wieder der Aufschwung folgt. Ich lerne gerade übrigens für den Sportbootführerschein und da muss man sich ja auch mit Wasser und Gezeiten und solchen Dingen natürlich beschäftigen. Und wir können uns das so vorstellen, die Rezession,
Das ist die Ebbe. Das ist also die Bewegung vom letzten Hochwasser zum Niedrigwasser. Und die Depression, das ist unser Niedrigwasser. Da ist der Tiefstand erreicht. Und der Aufschwung ist dann die Flut. Logisch, ne? Also so vielleicht mal als Bild für alle Wassersportfreunde und Segler da draußen. So, und jetzt kommt noch ein spannender Aspekt. Nur weil wir beispielsweise eine Rezession haben oder uns schon in der Depression befinden, wann die war, weiß man übrigens mal hinterher. Also das kann man nicht so gut vorhersagen, wann jetzt so ein Tiefstand erreicht ist, sondern das weiß man immer, wenn er vorbei ist und wir wieder im Aufschwung sind. Also nur weil wir da sind, heißt das zum Beispiel noch lange nicht, dass auch die Aktienkurse fallen. Das denkt man immer, das wäre so die Konsequenz daraus, wenn es den Unternehmen schlechter geht, dann müssten ja auch die Kurse fallen. Aber in der Realität haben wir zum Beispiel gesehen, 2009, dass wir zwar eine Rezession hatten, aber die Aktienkurse weiter gestiegen sind. Also so einfach ist das Ganze nicht. Diese ganzen Zusammenhänge sind äußerst komplex und so simple Schlüsse, die lassen sich vielleicht im Lehrbuch ziehen, aber nicht in der Realität. So, ich hoffe, du hast jetzt ein gutes Verständnis dafür bekommen, um was es sich bei den drei Begriffen handelt, ganz grob. Und mir ist wichtig mitzugeben, dass nichts davon an sich sozusagen gut oder schlecht ist, sondern es geht immer um den Zusammenhang, also um das große Bild sozusagen, wie wirken die Dinge zusammen und vor allen Dingen geht es um die langfristigen Entwicklungen, gerade mit Blick auf unsere Investments. Wenn du wissen willst, inwieweit eine Rezession übrigens jetzt für deine Geldanlage, also deine Investments aktuell gut oder schädlich oder sowas ist, dann schau dir mal unser Video zum Thema an.